Männer, so wie ihr ständig streikt auf dem Platz, macht doch einfach eine eigene Gewerkschaft auf. Boah, endlich ist dieser Kaugummi-Monat Januar vorbei, ey. Januar, der Montag. Unter den Monaten hat, glaube ich, 18 Wochen gedauert, gefühlt. Oh, im Keller der Bundesliga setzt sich das Bermuda-Dreieck der guten Laune fest, ne? Köln, Mainz und Darmstadt. Und vorne rennt Leverkusen, allen davon nur die Bayern. Können noch ein bisschen im Nacken bleiben. Hermann, mein Diät-Tipp für dich, ne? Wenn man keine Hose anhat, dann kann die auch nicht kneifen. Ja, und für Jürgen Klopp ist Feierabend in Liverpool. Das ist der Kloppo. Ich hab noch ein paar Worte vorbereitet für den. Wo sind die? Komm her, hier. Für den Jürgen nochmal. Jürgen, first of all, sorry, because my English is under all pick. But that's me sausage. And I don't shame me in ground and floor. I wish you what. Because nobody can reach you the water. That Liverpool job makes you so quickly nobody after. And now, Jürgen, enjoy your life in full trains. If they drive. Andi, wie sehen denn deine Treter aus? Hast du die im Schuhgeschäft mit Fußnoten bezahlt? Oder was? Ja, bei Bayern München kommt jetzt ein neuer Thomas Tuchel-Skandal ans Licht. Der Körnerpapagei hat wohl Anfang des Jahres mal die Jungs zusammengerufen und hat den Original gesagt, ihr gebt mir keine Energie. Ja gut, das sieht man, aber ihr gebt mir keine Energie. Da kommt raus, wenn ein Egozentriker 11 Egoisten trainiert und die sollen einen Titel holen. Ihr gebt mir keine Energie. Thomas Tuchel, 50 Jahre, lebt gesund, weil er isst gerne Pfirsich. Ihr gebt mir keine Energie. Was geht eigentlich in der Birne vom Tuchel vor? Wenn ich die Hierarchie bei Bayern München mit neuen Spielern, die ich nicht bekomme, nicht ändern kann, mache ich das einfach mit dem kompletten Fußball. Ich stelle mich einfach über alle. Ihr gebt mir keine Energie. Zum Glück trainiert der Tuchel nicht RB Leipzig. Der hat ihn direkt der Hauptsponsor rausgeschmissen. Stefan, wie nennt man Pony mit Brille? Ein Seepferdchen. Der Tuchel will immer alles anders und besser machen. Sagst du zum Tuchel, hör mal Thomas, bringst mir vom Einkaufen bitte mit Zahnstocher. 100% kauft der Tuchel dir so Interdentalbürsten, weil die sind ja gesünder. Ja, die Interdentalbürsten sehen aber halt auch scheiße aus. Im Käseigel. Oder anders gesagt, damals bei der Archinoa. Da war Thomas Tuchel die Giraffe, die einfach ins Wasser gelaufen ist, bis nur noch der Kopf rausgeguckt hat und den anderen dann zugerufen hat, hör mal, scheiß auf das Boot, wir gehen zu Fuß, das Wasser ist doch gar nicht so tief. Ja, Mann, du hast auch letztens mit der Kellnerin im Steakhouse geflirtet, ne? Ich will ein Rind von dir. Ja, und diese Tuchel-Einstellung überträgt sich ja auf alle Spieler. Leon Goretzka nach dem Augsburg-Spiel, ja, auf diesem Acker hier, da kann man ja... Auch nur du drauf gespielt. Mal wissen, wo du herkommst, ey. Als Bochumer Junge hast du natürlich jahrelang nur auf Rasenplätzen gespielt, wo selbst Wimbledon sagt, Hut ab, Leon Goretzka, das schnurlose Telefon der Fußball-Bundesliga. Und das schnurlose Telefon zeigt dann als letzte Meldung an, bevor es ausgeht, habe leider den Kontakt zur Basis verloren. Na, Leon. Ja, und das Abo-Wirrwarr in der Fußball-Bundesliga könnte jetzt dem nächsten Ende haben, weil es, glaube ich, dann ab 2025 möglich ist, dass nur noch ein Sender alle Spiele, schade, ey, ich wollte gerade jetzt noch Disney Plus für die Halbzeitberichterstattung und sowas. Also, wir haben dann einen Sender, DAZN, kriegt alle Bundesliga-Rechte, 219,29 € im Monat, ne? Ist dann alles dabei, außer Champions League, da muss halt nochmal... Kevin! Boah, der ist so hohl, dem seine Pflanzen vertrocknen ständig, weil er immer auf dem Schlauch steht. Ja, also nochmal. Boah, endlich ist dieser Kaugummi-Januar vorbei, ey, der... Nochmal. That Liverpool job makes you so fast nobody... That Liverpool job makes you so quickly nobody after fast. Mann, bin ich so doof oder was? So. That Liverpool job makes you so quick.